Hallo, ich zeig euch jetzt mal was. Passt auf. Willkommen im Toni-Studio. Ich habe hier sehr umgebaut. Und habe hier ein neues Pult. Und ich würde euch mal einen kleinen Mix da drauf schieben. Können wir mal hören, wie es klingt. So, los geht's. Der Song heißt Der Gedankengarten und es beginnt mit einem kleinen Intro aus Klavier und Gitarre. Ich mache den Gesang nochmal aus. Aus. Und hören wir mal das Intro. Overheads, genau. Machen wir das Ganze mal mit dem Gesang zur Aufnahme. Also wir haben angefangen, ich habe das Klavier eingespielt, tatsächlich einen kompletten Klaviertake, ohne Unterbrechung, ohne Editierung, einmal durch. Und darauf habe ich dann tatsächlich Schlagzeug und Bass aufgenommen. Das war in sich so stabil, dass das gut funktioniert hat. Und wir sind in der Band auch so eingespielt, dass man das machen kann. Gitarren kamen dann später. Und überhaupt bin ich ein großer Verfechter von keinen Klick-Tracks. Ich mache mal die erste Strophe und den Gesang dazu an. Ihr habt jetzt auch schon hier ein bisschen eine Summenbearbeitung. Also es gibt einen Summenkompressor. Es gibt Räume aus dem Bricasti und einem alten Lexikon, einem MPX 550. Gesang, genau. Pflanz in den Gedankengarten deine Träume ein. Pflanz rechtzeitig viele Arten nur für dich allein. Weißt schon, muss sie fleißig gießen, sieh sie wachsen, wie sie sprießen, ernten wirst du dann ein Leben lang. In einem tiefen Keller deine Ängste ein. Mit der Schaufel in der Ecke, so hältst du sie klein. Dann und wann, von Zeit zu Zeit, wenn du dich gut fühlst und bereit, dann. Ich habe jetzt die Kopfhörer an, da kann ich das mit dem Bass nicht so genau hören. Weil dazu brauche ich tatsächlich die Monitore. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie der Bass ist mit Kopfhörern. Man kann da so ein bisschen, ich würde es jetzt lauter drehen, aber ich glaube mal, nein. Wir lassen es mal so, spulen mal ein Stück zurück und machen noch mal die Strophe im Gedankengarten, die Strophe über die Angst. Grab in einem tiefen Keller deine Ängste ein. Mit der Schaufel in der Ecke, so hältst du sie klein. Dann und wann, von Zeit zu Zeit, wenn du dich gut fühlst und bereit, dann schaust du sie dir an, ein Leben lang. So, da käme jetzt das Solo. Das produziere ich gerade. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, wie ich das mache, die Instrumentalstrophe, ob ich mich wieder in die Welt der orchestralen Arrangements begebe oder einfach mal eine E-Gitarre spiele. Auf jeden Fall die Geige ist es nicht. Das habe ich schon rausgefunden. Ich sage euch, manchmal ist das Geheimnis nicht das, was man dazu tut, sondern das, was man oder das, was Mann oder Frau von mir aus weglässt. Ja. Das ist mein Gedankengarten und wenn das Lied fertig ist, wird es irgendwann veröffentlicht und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Bis dann, euer Toni.